Hallo und willkommen zurück bei Old But Gold. Gothic hat sich überlegt, nicht nur sich selber, als auch das Streaming-Tool mit in den Tod zu reißen. Aber naja, jetzt wissen wir ja, was wir machen können. Irgendeine Textur konnte es nicht laden und deswegen hat es einfach mal alles zerlegt. Und jetzt habe ich keinen Ton mehr. Oh Gott! Warum habe ich keinen Ton? Margrit. Guten Abend. Rio, vermute ich mal. Ich sehe es jetzt nicht, weil ich habe den Chat auf Night. Und deswegen sehe ich nur schwarz auf schwarz. Und es gibt nur einen, der schwarze Schrift hat. Und das ist Rio. Guten Abend. Scheiße. Jetzt muss ich gleich den Spaß nochmal neu starten, ne? Null. Und weg. Unter dem Arm durch. Nein, nein, nein. Ja, wunderbar. Ihr habt den Ton? Echt jetzt? Ihr habt Ton, ich nicht. Ich habe ja den Rechner nie neu gestartet. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil ich glaube, der hat nämlich meinen Grafikkartentreiber irgendwie auf dem Gewissen. Und gute Nacht. Ist ja schon spät, ne? Ihr habt Ton, ich nicht. Das freut mich nicht. Aber doch, also es freut mich mehr, dass ihr Ton habt und ich nicht, als wie wenn ich, ihr versteht. Aber wo ist denn jetzt dieser Kahodron von Jakenda? Gucken wir mal auf die Karte. Ja, den habe ich schon, den Game Ready Treiber hatte ich schon, habe ich mir schon runtergeladen. Ist das das Problem? Ich dachte direkt für The Witcher muss der neue Treiber drauf. Aber es kann natürlich auch sein, dass die dann gleich mal einen Bock reingeschossen haben. Kahoot und von Jakenda. Jetzt muss ich da aber doch mal reinhören. Ach so, schön. Ihr habt echt Ton, das freut mich. Aber wo ist denn jetzt der Kahodron? Rio, hilf! Rio, hilf! Der war doch hier irgendwo. Also ich mache jetzt mal die zwei Skelette. Ja, ich finde den Kahodron. Beziehungsweise ich habe vergessen, wo es zum Kahodron von Jakenda geht. Zu meinem alten Ghost Buddy. Ich habe gedacht, der wäre da oben, da wo der Troll sitzt, aber war er nicht. Ui. Warum ist der jetzt pisst auf mich? Ohne Witz. Nur weil vorhin der Schattenläufer mit ihm Stress hatte. Aua. Eremit, ruhig bleiben. Gut, dass ich ihm eine Rüstung gekauft habe, ne? Aber warum? Achso, ich habe ja die Banditenrüstung mal wieder an. Habe ich gut gemacht. Denke ich nie dran. Dass die dann immer pisst sind. Ich habe dich vor einer halben Stunde gesehen, da fand ich dich noch nett. Jetzt nicht mehr. Hat so ein bisschen was von Fußballfans. Was? Du bist Schalke-Fan. Weg!
Aber gegen Piraten haben die nichts. Oh, hat er was bei? Oh, ein Käse und ein gebratenes Fleisch. Kann man schon mal machen. Also noch ein Problem. Jetzt ist der Eremit wieder cool. Echt? Aber ein Troll? Ich hätte... Ah, vielleicht hätte ich auch mal meinen Computer neu starten können, nachdem ich den Grafikkartentreiber runtergeladen habe. Das schmeckt mir allerdings, der Schaden. Der schmeckt mir ganz lecker. Nichts zu holen. Ich wusste gar nicht, dass da ist Skelette so feueranfällig sind. Zu weit entfernt. Und kein Dietrich. Yay! Da beim Troll? Muss ich den Troll killen, damit ich da irgendwie was? Oder habe ich irgendwie was vergessen? Ich könnte ja nochmal ins Quest-Logbuch reingucken. Mixi will, dass ich den Geist des alten Kriegsfürsten Kahodron erwecke und ihn um Rat bitte. Dazu gab er mir ein Schriftstück mit einer Zauberformel, die ich quasi... Ach so. Guten Abend, Lumpi, habe ich ja gelernt. Ja, aber ich bin noch gar nicht so lange da. Heute. Weil ich habe sehr lange geschlafen, damit ich lecker Witcher spielen kann nachher noch. Aber ich habe jetzt keinen Bock nochmal an dem Ding da vorbeizulaufen. Deswegen lade ich jetzt einfach und pack die Formel aus. Der Troll stört mich jetzt nicht. Zauberspruch Formel Kahodron beschwören. Ah, hi! Der sieht aber irgendwie relativ fresh aus. Den habe ich irgendwie tot in Erinnerung. Sag mir, was ist dein Begehren? Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Es wird wieder Ninja gehostet. Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist ja, das liegt vielleicht daran, dass ich heute mal 3500 Upload eingestellt habe, weil ich mal ein bisschen den HD-Knopf andrehen wollte. Aber ich glaube, ist nicht so geil. Aber ist egal. Man musste mal ausprobieren, weil im nächsten Mal mache ich es wieder runter. Jetzt habe ich vergessen, was er gesagt hat. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Ach, jetzt nervt der Mobot wieder, ne? Das kann ich jetzt mal ausmachen. So wie es der Rat entschieden hat. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, egal. Er wird ja schon wissen. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun können. Adanos Zorn ist über Jakem da gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes, tut mir leid, spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst. Ja, das ist schon ein bisschen eine Sauerei. Jetzt, aber es ist ein bisschen besser geworden, seitdem Amazon den Laden gekauft hat, habe ich das Gefühl. Aber immer noch nicht gut, gerade für Nicht-Partner. Mich keinem Fremden zu offenbaren. Aber manchmal geht's nicht, ne? Oh, jetzt hat er nicht aufgepasst. Ich bin Kahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Ach, scheiße, jetzt habe ich die... Ja, doch, da habe ich aber noch nicht selber gestreamt, da waren halt viel weniger Leute da, ne?
Das habe ich vergessen. Was? Ach scheiße, ich habe die Frage vergessen. Die Heiler waren's, ne? Nee. Was, er? Helft mir da mal kurz, ich habe nicht aufgepasst, weil ich höre es ja nicht. Heiler, Krieger, Priester, Totenwächter, Gelehrten. Oh, Totenwächter, oder? Was passiert, wenn er mich nicht mag? Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters? Mich zu erwecken, das ist wahr. Das ist wahr. Jetzt habe ich schon, hab ich schon drauf gesucht. Wenn du wirklich der bist, der du vorgehst, so wirst du alle meine Fragen beantworten können. Oh, Totenwächter, zum Glück. Glück gehabt. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Ja, das müssen ja wohl die Krieger gewesen sein, ne? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Tortenwächter. Die Schwarzwälder Kirschtortenwächter. Ach Gott, wem gehört er denn an? Priester, Heiler, Gelehrten. Jetzt läuft's. Kappa oder nicht Kappa? Das ist hier die Frage. Also wahrscheinlich, wenn ich mich nicht, wenn ich relativ mich nicht bewege. Was war er? Gelehrter? Die Gelehrten. Ach! Wer ist schuld am Übel, dass er über uns gekommen ist? Guten Abend. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Man, das ist echt kacke, wenn man nicht hört, was der sagt. Dann passt man viel, viel schlechter auf. Ach Gott. Wer ist schuld am Übel, das über uns gekommen ist? Guten Abend, Papa. Bestimmt die Priester. Die sind an allem schuld. Das letzte Wort im Rat der Fünf. Ich weiß es nicht. Scheiße. Verschwende nicht meine Zeit. War da jetzt alles richtig oder falsch? Neuer Stuhl, nee, nicht unbedingt, aber neuer Sitzplatz im Moment. Vielleicht mache ich nachher auch 3000. Anstatt 3500. Schade. Aber mach's gut. Ist nur heute so. Was nochmal die Fragen waren. Welche Kaste von Jakendar ist so kaputt? Ist es, der du angehörst? Was sagt denn die Uhr? Schon 10 vor 11. Ich bin schon ganz aufgeregt. Tortenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Ach komm. Krieger, ne? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Ich hab irgendwas falsch gemacht. Ja, ich fang in einer Stunde 10 Minuten damit an. Die Priester. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas war. Die irgendwas Heiler. Lief hier schief. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Ja. Können ja nicht zweimal hintereinander die Heiler sein. Egal. Die Heiler. Wer hat
Nee, heute Nacht. Also am 19. um 0 Uhr. Ach komm, ey, jetzt hör doch mal auf, mich so viele Sachen zu fragen, den Hinweis. Deine Antworten sind so falsch wie deine Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Ich werde dir nicht helfen. Alles klar, ich komme später wieder mit den richtigen Antworten. Nee, das ist schon heute. Ich find's erstaunlich. Normalerweise hängen die Streams, wenn ich eine hohe Qualität einstelle, auf meinem Laptop immer. Aber jetzt momentan nicht. Habe ich mir perfekt, morgen fallen die ersten Stunden aus. Ich habe noch ein bisschen. Schön. Schön. Leckt's eigentlich für dich? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob es für dich leckt. Ich gehe seine Fragen nochmal an. Totenwächter. Tortenwächter ist schon mal richtig, ne? Dann, wer schützt eins das Volk? Ja, ein Krieger, ne? Wer kann ihm direkt einen Befehl erteilen? Da bin ich mir nie sicher. Was ist er denn? Okay, bei dir liegt es nur. Ja, das liegt aber nicht zwangsläufig nur an der Leitung, das liegt an mehreren Sachen irgendwie. Und an Twitch Turbo vielleicht, ich weiß es nicht. Ob man dann vielleicht auch mehr kriegt. Ach. Das ist halt ein bisschen blöd jetzt hier. Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Ich muss jetzt ganz ehrlich ein bisschen cheaten. Wenn keiner hinguckt. Er ist von der Kriegerkaste. Das ist schön. Ich habe nämlich selten aufgepasst, wenn die was erzählt haben, und deswegen weiß ich so wenig. So, ich bin Tortenwächter. Kriegerkaste. Priester können den Krieger empfehlen. Okay, dann habe ich ja schon wieder verkackt. Verschwende nicht meine Zeit. Kennst du die Antworten eigentlich auswendig oder hast du mal aufgepasst? Stell deine Frage. Im Gegensatz zu mir. Wer ist es, der du angehörst? Ich bin Tortenwächter. Die Totenwächter. Oh. Wer schützt dir einst das Land? Von Jakenda vor feindlichen Angriffen. Krieger. Die Krieger. Wer kann ihm direkt einen Befehl erteilen? Priester. Damit die auch mal beantwortet wurden. Einiges ist logisch. Wer ist schuld am Übel, das über uns gekommen ist? Mal überlegen. Es waren bestimmt die Gelehrten. Wobei. Wie war das nochmal? Der Zorn Adanos kam über sie, weil sie sich gegenseitig aufs Maul gehauen haben. Ah! Das stimmt. Die Kriegerkaste. Wer hat den letzten Befehl im Rat der Fünf? Die Gelehrten, würde ich da mal tippen. Weil die sind ja super helle. Naja, das ist ja relativ einfach jetzt. Wer lindert das Leid der Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Und wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Ja, ich vermute mal keiner von denen. Ich weiß es nicht. Gut. Ah, das waren dann doch die richtigen Antworten. Aber dass die Krieger Schlüssel zum Tempel verlangen, gib ihn mir. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Es geht alles den Bach runter. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakenda, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben.
Ich sage dir, dein Kumpel Kahul dran geplaudert haben. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten. Der sieht ja selber aus wie so ein Erzlord, ne? Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich stand schon halb tot. Der ist ein Geist, der ist schon ganz tot. Aber naja, egal. Doch bedenke, hüte dich vor dem Kart, Adanos, sonst ist es dein sicherer Tod. Immer so freundlich, die Jungs. Moment mal, was ist mit den Kammern? Moment mal. Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Okay, er hat keine Lust mehr. Aber ja, der da draußen hat noch Bock. Aber habe ich ja einen super tollen Trick rausgefunden. Oh, was heißt Trick? Hui. Ich mache aber trotzdem mal noch ein Safe Game, weil ich das letzte Mal hier einen Absturz hatte. Als ich hier rausgedüst bin. Und schnell weg. Nochmal in den Rückspiegel geguckt, ob ich da jemand finde. Aber scheinbar nicht. Jetzt habe ich die Steintafel. Jetzt könnte ich ja eigentlich zurück zu den Wassermarken. Nee. Ich warte schon so lange und bin so hyped für den Urbs. Für den Witcher. Da warte ich nicht auf morgen. Da warte ich nicht bis morgen. Tut mir leid. Weil jetzt habe ich ja schon die ganze Zeit die anderen. Die anderen netten Leute gesehen, wie Switcher Stream und oh, schnell wieder die Rüstung ausziehen. Und jetzt muss ich auch zugreifen. Die Sucht war mit dabei, als ich den Vorverkaufsbutton gedrückt habe. Bis zum nächsten Morgen schlafen! Was sagt denn die Uhr? 23 Uhr. Machen wir noch eine Viertelstunde? Ja, ich warte theoretisch bis morgen. Genau. Jetzt vor allem, es wird ja wahrscheinlich nicht direkt landen losgehen. Ich muss ja noch DirectX, tausende DirectX installieren. Und noch ein paar andere Sachen dann. So, Mixier. Auch nicht. Er hier? Nee. Du hier? Ich glaube, er hier ist es, ne? Ja, dich erkenne ich doch. Ich habe mit Kahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken Krasser können? Krasser Typ, dieser Kahodron. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was mache ich dann 45 Minuten lang? Wenn sie heute existieren würden. Ich schaue noch ein bisschen etwas, mit dem ich in nach Adanos hineinkomme. Dann geh gleich zu Saturas. Ihn wird sicher interessieren, was du zu sagen hast. Entschuldigung, ich habe gerade vergessen. Egal. Ich bereite noch ein bisschen was zu essen vor. Stell mir ein paar Chips kalt. Stell mir ein paar Bier kalt. Und geh vielleicht auch nochmal duschen. Dann bin ich so richtig wach. Damit ich 12 Stunden machen kann. Weil ich möchte bis morgen um 12 Uhr machen. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja. Sind das dann immer für Anspielungen? Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Aus dem Alter bin ich raus, ich bin ja keine 12 mehr. Sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Dass man sich da 20 Mal am Tag am Pillemann rumspielt. Nein. Wie können wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann vielleicht mache ich auch noch ein bisschen länger. Ich habe um die Klaue noch Belias handeln. Wir müssen so ich bin so nervös, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe so Bock und es ist alles so traurig.
Was ist die Klaue Belias? Die kommen gerade nichts mit. Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Ich weiß noch nicht, vielleicht wenn ich morgen früh auch noch fit bin, aber vielleicht bin ich ja heute Nacht um 5 auch schon so tot, dass ich dann ein bisschen schlafen gehe und dann danach weitermache. Weiß ich noch nicht. Alles open. Weiß ja nicht, wie es wird. Raven ist ein starker Kämpfer. Kann ja auch sein, dass es leckt. Von seiner Gier nach Macht. Oder in seiner Hand weiß ich nicht. Irgendwas anderes passiert. Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen. Richtig. Sonst ich sind als wir Opa. Alle verloren. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es 3 Kammern. Und außerdem muss ich gucken, dass ich Sound habe. Weil im Moment habe ich ja keinen Sound. Die Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf im Moment hört ihr zwar Sound. Wir ins Allerheiligste des ja, genau, vielleicht geht ja noch die Welt unter. Das ist auch noch möglich. Ihr habt nämlich Ton. Also aber falls dies und ich nicht. Fall ist, haben wir ein großes Problem. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig, doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich. Ich könnte meine Webcam aber noch ein bisschen größer machen. Ich sehe so klein aus, ne? Sein und uns alle ihr habt Ton. Vielleicht passt doch. Ist es ja noch nicht zu spät. Möchte ich einen höheren Kreis der Magie erlernen? Darf ich? Es ist noch zu früh. Komm später wieder. Genau. Adanos möge dich schützen. Junge. Oh. Oh, der hat ein dringendes Bedürfnis. Aber nicht arg weit. Dieses kleine Kappa gab's da auch bei Twitch Turbo mit bei. Hey, you. Ich will nicht mit dir reden. Klaue Belias, macht der Tortenwächter, die Kammer des Tempels, geistige Irrwege. Jetzt habe ich einen Trank gegeben, damit ich soll den Trank nur brauen, wenn ich mich mit allen Zutaten auskenne, sonst wirkt er tödlich. Genau, da brauche ich nämlich irgendeinen Pfeffer oder sowas noch zu. Wo ist denn der Händler? Er hier, der mit dem dicken Schwert. Lass uns handeln. Windhose. Komm, die tüte ich mal ein. Ey, auf meinem Fenster, ich sehe da gar nichts. Oh, zwei Runensteine. Die packe ich auch gleich mal ein. Runenbuch der Wassermagier. Ist immer so eine Sache, ob man es dann zu groß oder zu klein macht. Aber ja, mache ich nachher noch ein bisschen größer. Aber im Moment sitze im Moment ist schwer möglich, weil ich hier ziemlich weit weg von meinem PC sitze. Na? Jetzt gehen wir nochmal zu den Piraten, um ein paar Dietriche abzuzwacken. Petro. Bei Petrosilius Zwackelmann, falls ihr den kennt. Das ist nämlich der Zauberer beim Räuber Hotzenplotz. Richtig. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, viel zu reden, wenn es hier so still ist. Bisschen komisch. Ich muss immer mal ein bisschen auf die Uhr gucken, aber ist okay. Henri
Riordan, französischer Stürmer. So, wer vertickt denn von euch Schädel was hier? Ja, ne? Gibt's was Neues? Zeig mal, was du hast. Dietriche, warum verkauft denn kein... Es kann doch nicht sein, dass ein Pirat keine Dietriche verkauft. Was sind das denn für Piraten? Ich bin voll nervös, richtig. Kannst du mich nach Aber das liegt daran, dass ich richtig Bock habe. Mit unserem... Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Pump mir jetzt noch 10 Kaffee rein und dann geht's rund. Ba, 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 ba. So, gehen wir nochmal baden. Ich guck mir mal an, was ich für den Trank alles brauche, weil dann könnte ich eigentlich nochmal nach Kurinis zurückgehen. Weil ich hier gerade echt nur stumpfsinnig durch die Gegend renne. So, was brauchen wir nochmal? Blutfliegenstachel 2, Mana-Extrakt, Essenz der Heilung, roten Tränenpfeffer. Okay. Roter Tränenpfeffer und Blutfliegenstachel. Das ist geil, das ist geil. Hurra, hurra, die Schule brennt. Was sagst du eigentlich zu meinem neuen, zu meinem Witcher Chat Overlay Ding? Könnte ein bisschen. Habe ich sehr lange dran gearbeitet. Blutfliegenstachel, roter Tränenpfeffer. Liegt da noch was? Oh, da liegt noch ein Erz, oder? Ne, ein Trank. Ja, ja. Es freut die Raubkopierer. Oder würde die Raubkopierer freuen. Oh, ich bin zum ersten Mal mit dem HD-Patch in Kurinis unterwegs. Sehen wir schon Veränderungen? Danke. Ja, ein Keks. Mit Keksen bin ich zufrieden. Zeig mir deine Ware. Nope, der hat nichts derartiges. Hat er was? Ne, der ist ja Waffenhändler. Vielleicht er hier. Ich habe was anderes. Hat er roten Tränenpfeffer? Oh, könnte tatsächlich was haben. Roter Tränenpfeffer. Da haben wir ihn. Dann brauche ich nur noch einen Blutfliegenstachel. Was war er noch so? Ich stehe in seinen Auslagen. Das darfst du keinem erzählen. Nee. Nee. Damit. Was du nicht sagst. Damit kriegst du mich nicht. Nein, nein, nein. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Zeig mir deine Ware. Schlimme Zeiten. Der verkauft halt auch nur Gülle. Und das wird noch schlimmer. Du doch nicht an einem Blutfliegenstachel scheitern. Das ist ja interessant. Sonst muss ich doch das noch lernen.
Irgendwas fiepst bei mir im Zimmer. Kleinen Tinnitus. Und der Zorn der Götter war mit ihm. Bosper könnte noch was verkaufen. Da ist ja hier der Chef der Jäger. Zeig mir deine Ware. Ring der Geschicklichkeit. Naja. Das hat er doch vorher gewusst. Ist das wirklich wahr? Na, dann lese ich den Chat einfach nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Dann lese ich den Chat einfach nicht. Dann beschwerst du dich immer, dass ich nicht mit dir rede, aber so kriegt man eine Auszeit. Ne? Da muss man dann auf die stille Treppe gesetzt werden. Ich brauche irgendjemand, der mir Blutfliegenstacheln entreißen beibringt. Allgemeine Infos. Tierverwertung finde ich schön. Tierverwertung. Die Tierverwertung. Hier. Ich kann jetzt Tieren das Fell abziehen. Grandios. Ich habe gedacht, ich bräuchte Lehrer. Lehrer in Korinnes. Harald Ignaz Ramirez, Jesper Mortis Madras. Kann mir keiner was Fällen beibringen? Ah doch, ja. Bosberg kann mir beibringen, Bartol kann mir umgehen mit Schleichen beibringen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Scheiße, wo kriege ich denn ein Dings hin? Niemals würde ich das machen. Gut erzogen, guter Junge, guter Mann. Guter Mann. Jetzt bin ich hier hergelatscht, ohne dass hier was bei rauskommt. Dann hau ich halt noch dem Typ aufs Maul da hinten. Hab ich das schon? Alrik ist noch fresh. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Wir haben einen neuen Herausforderer. Bist du bereit? Komm her, ich hau dir gleich ein. Dann lass mal gleich sehen, unfairer was du kannst. Hier, Boots. Gleich mitgegeben. Immer fest drauf. Ja, so ist gut. Aha, kann ich den nicht blocken? Immer fest drauf. Wie blockt denn der so langsam? Ei. Immer fest ich wesentlich mehr Hits wie ich will. Ja, so ist gut. Immer fest drauf. Jetzt. Angriff ist die beste aller Verteidigungsarten. Komm her. Uff. So. Na, umbrüsten jetzt natürlich schwere Spoiler. Ich find's geil. Man kann hier jetzt seinen Wetteinsatz klauen und dann steht er auf und sagt so: Hier hast du nochmal 100. Dann gibt er einem nochmal 100. Ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Mann, oh Mann, du hast ja ganz schön Schlag drauf. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Achso, okay. Ich hab dein Schwert. Gut. Bin gespannt, ob du es jetzt nochmal wagst, mich herauszufordern. Ich hab dich schon besiegt mit deinem Schwert. Kannst du mich ausbilden? Er könnte mich ausbilden. Ich stehe zu meinem Wort. Ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Aber das will ich hier gar nicht. Ich würde gern lernen, wie man Blutfliegen mit Stachel ausreißt. Aber das machen wir das bei The Witcher ungefähr dreimal so groß wie Skyrim, habe ich gelesen. Was dann natürlich schwer zu sagen ist, wenn man Skyrim nie gespielt hat. Aber ungefähr dreimal so groß wie Skyrim oder es gab noch einen Vergleich, muss ich sagen, aber den habe ich jetzt irgendwie vergessen. Aber ich sag für Old White Gold nämlich jetzt mal